Danke. Wunde. Der große Wunsch ist natürlich irgendwann die eigene Käserei. Mensch, das ist der neue Verkaufsschlager für 2023. Es gibt so viele schöne handwerkliche Hofkäsereien an der Milch- und Käsestraße. Das ist wirklich was total Besonderes. Und wenn es den Leuten schmeckt, wissen wir, haben wir ihnen noch eine große Freude damit gemacht. Für ihren Käse halten Andi und Michi Schafe. Dieser Herde geht es heute an die Wolle. Das muss sein. Sie sind nämlich trächtig und lammen in 2 Wochen zum allerersten Mal. So, jetzt ja. Natürlich muss man vorsichtig sein, aber die Lämmer sind ja jetzt schon in richtiger Position. Also da verdreht sich so quasi nichts mehr, weil es ja schon fast Ende Trächtigkeit ist. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht und immer gute Erfahrungen gemacht damit. Insgesamt 70 ostfriesische Milchschafe halten sie, um aus ihrer Milch Käse zu machen. Auf der Suche nach einem eigenen Hof hat es die beiden Österreicher vor 10 Jahren durch Zufall hierher verschlagen. Das war früher mal ein Ziegenhof und dass der verkauft wird. Und dann sind wir mit dem Zug sind wir da hochgefahren. Eben nicht einmal gewusst, eigentlich, wo Mecklenburg-Vorpommern ist, aber ja, okay. Mal schauen, wo es genau hinführt. Ja, und dann haben wir es gesehen. So funny, hat es uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, ja, das möchte man, da möchte man bleiben, hier gefällt es uns. Ja, und da sind wir jetzt vom Bodensee an die Ostsee. Ja, genau. Ja. So sieht's aus beim Schafschere. 15 trächtige Schafe soll er heute scheren. Unsere altbewährte Technik. Gut sehen sie aus. Ne? Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Habt ihr Lust, heute Mädels zu frisieren? Aber ich kann nur einen Schnitt, das sage ich euch gleich. Keine Sonderwünsche hier. Ne? Gut ölen muss er seine Technik. Die stammt noch aus den 80er Jahren. Russisches Modell. Trotzdem die Tiere trächtig sind, ist jetzt die beste Zeit für die Schafschuhe. Wenn man das nach der Geburt macht, dann bleibt die Wolle stehen. Dann nimmt man dann so einen Wolfsdick. Ich gehe die ganze Kraft in die Milch rein und nicht mehr in die Wolle. Dann wird die Wolle bleibt die stehen und fängt an zu zerfließen. Und dann kommt sie gar nicht mehr runter am Bau. Ne? Und deswegen sollte man das jetzt nicht in der Form vom Lamm kehren. Aber sitzen mögen die Mädels nicht. Das zeigen sie auch. Ja, natürlich. Blaue Flecken, überall Kämpfe mit den Böcken, das passiert. Da muss der sein. Die linke Hand muss immer schneller als die rechte sein. In Einzelheit, ne? Das ist erst das zweite Mal und darum sind sie ein bisschen. Sie müssen das auch erst gewohnt werden. Ein bisschen zappelig. Nur ein paar Minuten dauert der Einheitsschnitt und das Schaf ist 3-4 Kilo leichter. Einige sind nervös. Da muss man ein bisschen mehr aufpassen, muss ein bisschen mehr arbeiten, sowas, ne? Die, wo ruhig sind, die sind vom Charakter wie der Andi. Und die, wo zickig sind und störrisch, störrig, sind, genau. Die sind ist, so wie ich ist, bin. Ist so wie ein Mensch. Störrisch wie Michi ist auch das nächste Schaf. Die Wolle sortiert Andi immer gleich. Die schönen Teile, die behalte ich mir selber, ich sag mal die schönsten. Dann wird also zum selber verspinnen auch und dann wird dann dementsprechend dann, ja, dass ich das selber dann verarbeite, so Handschuhe, so eine Decke bin ich momentan dran. Auch das letzte Schaf ist von der Wolle befreit. So, bitteschön, ab in die Freiheit. In 3 Wochen bekommen die frisch frisierten Damen dann ihre ersten Lämmer. Weil jetzt Anfang April in der Käserei gerade nicht viel zu tun ist, hat Andi noch Zeit für sein Lieblingshobby. Hier ist es noch mehr verbreitet. Also es sind noch ja, mehr, die das machen. Es gibt also Spinnkreise, es gibt da Vereine, die das machen auch. Und so kam es, dass dann auch jemand an mich herangetreten ist und nach Wolle gefragt. Und dann habe ich gedacht, aha, Spinnen. Und so wurde ich dann eigentlich so wie auch auf Spinnen gebracht dann.
Handschuhe war gestern. In diesem Jahr will er eine Tagesdecke stricken. Wie viel wollte sie denn machen? Genau. Sie hat nur gesagt, keine 1000 Liter. Tolensa und Weichkäse. Also ich würde jetzt vorsichtshalber alle Blockformen. Wie viele Becher sie haben wollen? Nee, hat sie gar nicht, aber okay. Gibt lieber alles. Anja Hansen und Henriette Gäde haben sich vor gut 2 Jahren in Kenzlin in der mecklenburgischen Schweiz selbstständig gemacht mit der ersten mobilen Käserei in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Motto? Wenn die Milch nicht in eine Käserei kommt, kommt die Käserei eben dorthin, wo die Milch ist. Mehr als 20 Käsereien gibt es auf der Milch- und Käsestraße Mecklenburg-Vorpommern. Die heißt wirklich so. Meist sind es kleine handwerkliche Betriebe, die aus Ziegen-, Schaf- oder Kuhmilch eigene Hofkäsesorten produzieren. Die mobile Käserei fährt heute zum Hof Warlin in der Nähe von Neubrandenburg. Hallo. Hallo. Na? Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Geht alles gut bei euch? Ja, alles okay. Sehr schön. Was machen wir heute? 800 Liter? Wir würden ganz gerne auch selbst nochmal verarbeiten, aber das schaffen wir aus Zeitgründen, kein Personal und nochmal Investitionen. Deshalb sind wir so froh, dass es die mobile Käserei gibt. Und der Käse schmeckt echt lecker. Im neuen Stall bei Familie Müller entscheiden die Kühe selbst, wann sie zum Melken gehen. Alles digital gesteuert. Milch, Käse und eigene Eier vermarkten die Müllers selbst über ihre Hofautomaten. Ein Konzept, das lange gut lief. Während der Corona-Zeit war es sehr, sehr gut. Ganz viele Leute sind hier hingekommen, weil sie die Regionalität unterstützen wollten. Sie wollten nicht in die großen Supermärkte gehen. Und sobald die Reisefreiheit wieder da war, hat man gemerkt, dass das Geld lieber woanders ausgegeben wurde. Und ganz viele Direktvermarkter haben seitdem ein bisschen Probleme. Die Nachfrage ist rückläufig. Jetzt kommt die ganze Inflation dazu. Also es ist momentan schwer. Henriette ist alle 4 Wochen hier. Strom und Wasser braucht sie und natürlich die frische Milch. Am besten euterwarm. Die ist schon fertig, die Milch. Ne? Heizung ist ausgegangen. Haben sie gut gemacht. Das wollen wir, ne? Dass wir sofort starten können. Milchsäurebakterien und Kälberlab, ein Enzym aus dem Kälbermagen, machen die Milch schnittfest. All das hat sie in ihrer mobilen Käserei dabei. Gut 7 verschiedene Käsesorten haben sie drauf. Das wird jetzt ein halbfester Schnittkäse, also der darf wirklich nicht zu klein werden, der Bruch. Den schneide ich wirklich lieber vorsichtiger, als wenn ich jetzt einen Bergkäse produzieren würde. Den Bruch füllt sie in durchlässige Formen ab, damit die Molke austreten kann. Das ist jetzt der Tolensa, weil wir hier direkt in einem Landkreis liegen, wo die Tolensa auch durchfließt. Und der Tolensa ist wirklich eine geografisch geschützte Sorte. Das heißt, die Milch muss daher stammen. Und er muss auch dort produziert sein, das ist wichtig. Aber wir können das. Ne? Machen wir das natürlich auch. Die mobile Käserei macht schon für 30 verschiedene Höfe Käse. Es gibt sich nachher. Es gibt so viele schöne Hofläden und handwerkliche Hofkäsereien an der Milch- und Käsestraße. Das ist wirklich was total Besonderes. Vor allen Dingen die Berufe, die dahinter hängen. Das ist einfach was total Schönes. Das sind total schöne Jobs. Und das unterstützt man einfach, wenn man ja, Wert auf das Lebensmittel legt, was man sich da gönnt. Tatsächlich, ne? Genau. So, jetzt sieht das hier auch schon viel besser aus. Oh, Gott sei Dank. Inmitten des Recknitztals liegt die Dorfschäferei Palmzin von Michi und Andi. Die Winterpause ist vorbei. Diese Schafe haben schon im Januar gelammt. Die kann Michi nun endlich wieder melken. Komm, Walle, komm! 2-mal am Tag macht er das. 35 Tiere. Weil die aber draußen leben, muss Michi erst einmal ordentlich Euter putzen. Und wir machen Rohmilchkäse, dann muss es einfach nochmal sauberer sein, als wenn man pasteurisiert. Jetzt
im Frühjahr, kurz nachdem die Lämmer abgesetzt sind, geben seine Schafe am meisten Milch. Gut 3 Liter am Tag. Jede hat ein anderes Alter jede hat natürlich ihren anderen, jede hat einen anderen Charakter. Wie da, diese ist unsere Zapplige. Gibt wahnsinnig gut Milch, aber sowas wünscht man seinem Feind nicht, weil die immer so herumzappelt und die kostet einem wirklich Nerven. Knapp 2 Stunden dauert es, bis jedes Schaf gemolken ist. Vorwärts. Schon in seiner Jugend hat Michi Schafe gehalten und Käse gemacht. Im Vorarlberg am Bodensee. Es heißt immer, du dummes Schaf oder. Aber das stimmt nicht. Also die sind sehr intelligent, die sind ruhig. Unsere sind richtige Diven auch. Also wenn ihnen was nicht passt oder beim Futter etwas nicht passt. Ja, aber Schafe sind für mich einfach. Das sind einfach meine Seelentiere. Also ich liebe sie über alles. Seit einer Woche haben auch die Jungschafe der Herde ihre ersten Lämmer geboren. Damit sich alle aneinander gewöhnen, bleiben sie ein paar Wochen im Stall. Das mögen sie gar nicht. Weil sie sonst auf der Weide fressen können, wann sie wollen, muss Andi sich morgens ranhalten. Die warten dann auf ihre Körbchen, auf die Leckerlis. Bis sie die haben, dann ist wieder Friede und Ruhe. Hafer und Gerste beruhigen die Gemüter schnell. Und dann gibt es ordentlich Klee und Heu zum Sattwerden. Schließlich sollen die Schafe gute Milch produzieren. Die Lämmer bleiben 8 Wochen bei den Mutterschafen. Erst dann bekommen Andi und Michi ihre Milch für die Käserei. Bei manchen Schafen muss Michi aber nachmelken. Das sind alle die, wo nur ein Lamm haben und ein Schaf hat 2 Zitzen. Und meistens sucht sich ein Lamm immer nur eine Seite aus zum Saufen. Und darum melken wir einfach eine Seite ab. Oder unsere Schafe haben meistens so viel Milch, dass es für eins einfach viel zu viel ist. Und dann haben wir ja noch 3, wo ich noch stille. Und die kriegen dann halt einfach die Milch. Oder? Gut. Komm, die Kille da. Danke. Weißt, das sind unsere Flaschenlämmer, wo die Mütter nicht akzeptiert haben. Die haben wir jetzt halt mit dem Kübel oder mit dem Fläschchen aufgezogen, oder? Ortswechsel. Die Schafscheune in Vitschau in der Mecklenburgischen Schweiz gehörte einmal zu einem Rittergut. Schön, dass Sie heute hier sind, zur Hofkäseschule in der Schafscheune. Mein Name ist Claudia Schäfer. Und passend zum Namen habe ich Schafe. So, und Sie sind ja zu zweit. Sie können jetzt gerne schon mal das Thermometer rein in die Milch und gucken, wie warm das ist. Genau. Käse selber machen, das sollen Sie heute lernen. Ja, 35 fast. Guter Mittelwert. Ich muss jetzt das Lab in die Milch. Das Enzym aus dem Kälbermagen. Zusammen mit Milchsäurebakterien wird so aus Milch Käse. Ich finde das so, dass man mal was macht und dasselbe essen kann. Das interessiert mich so sehr. Und ach, alles Neue für alles Neue. Das ist schön irgendwie, das macht doch Spaß, mal zu gucken, wie das so abgeht hier. Und keine Ahnung davon zu haben und das eben erklärt bekommen. Das ist toll. Also man kann natürlich auch die Milch muss jetzt dick werden. Zeit für ein bisschen Theorie. Mit dieser Harfe wird durch die dicke Milch so durchgegangen. Und dann wird die in Bruchstücke geschnitten. Je kleiner sie schneiden, umso härter wird nachher der Käse, der entsteht. Frischkäse wird gar nicht geschnitten. Der wird traditionell in so ein Tuch geschöpft und dann einfach aufgehängt. Nach einer halben Stunde ist die Milch dick geworden. Wenn Sie die Spachtel nehmen und dann in die Mitte so einen Schnitt machen,
Und dann den Spachtel querstellen und diesen Schnitt so ein bisschen nach oben drücken. Dann sehen Sie, ob das schon schön bricht. Jetzt in Würfel schneiden. Gar nicht so leicht. Alles schwimmt in Molke, die beim Käsen austritt. Er möchte dann entkommen, der Käse. Der dreht sich mit. So haben Sie Käse noch nie gesehen. Wie so ein Mozzarella. Aber es fühlt sich gut an, also nicht eklig oder so. Ihre Käseseminare sind fast immer ausgebucht. Zu sehen, wo so die Lebensmittel eigentlich wirklich herkommen, das finde ich spannend. Weil irgendwie jeder will Bio kaufen und das soll regional sein und so. Und da muss man sich das, glaube ich, auch mal angucken, irgendwie, dass man da wieder so einen Bezug zu kriegt. Nun heißt es, eine halbe Stunde lang rühren, damit sich der Käsebruch von der Molke trennt. Ja, das schmeckt lecker. Der Käsebruch ist jetzt fest. Die Molke darf ablaufen. Zeit für die Gruppe, sich in der Schafscheune umzuschauen. 60 Meter lang und 11 Meter hoch ist sie. Hier hält Claudia Schäfer zusammen mit ihrem Lebenspartner seit 12 Jahren Schafe. Das ist also unser großer Stall und da liegen eben die Mädels. Bei uns haben alle Schafe Namen und es gibt immer Motto je Jahrgang. Die Weiße ist Bali, Inseljahrgang, dann Pari ist, die so zerflettert aussieht, ist aus dem Jahrgang mit den Märchen. Pari ist eine orientalische Prinzessin. Oh, ich könnte mir das so mal als Praktikum gut vorstellen, mal so ein halbes Jahr so eine kleine Auszeit nehmen und hier mal so mithelfen. Ich glaube, das ist cool. 1000 Kilo Käse im Jahr produziert Claudia Schäfer. Manchmal ist es ihr zu viel. Ruhe und Gelassenheit ist es meistens nicht, weil wir doch sehr viel auch arbeiten. Es ist ja zweimal am Tag melken in der Saison, dann noch das Käsen. Wir vermarkten alles selber, wir liefern teilweise aus. Die ganze Arbeit draußen mit Heu machen und so, das ist schon viel. Also das ist ja, also romantisch ist es nicht, nee. Der Käse ist fertig. Gewürzt oder Natur darf er mit nach Hause. Ich hätte gar nicht erwartet, dass das so eine riesengroße Bandbreite ist. Und vielleicht werden wir mal was probieren zu Hause, ne? Auf jeden Fall. Ich denke auch. Ob Frischkäse, junger oder würziger Schnittkäse, am Ende darf geschlemmt werden. Und wieder hat Claudia Schäfer ein paar mehr Käseliebhaber gewonnen. Genau. Vorgesäuert hat er die Milch schon. Spätestens ab April macht Michi wieder täglich Käse. Lass uns das sein. Tue noch schnell die Deckel drauf. Der Frischkäse muss noch abtropfen. Den verfeinert er später mit Kräutern und Ölen. Ob Weichkäse wie Camembert, Hirten oder Schnittkäse und Joghurt. Jetzt ist seine produktivste Zeit, weil die Schafe am meisten Milch geben. Machen wir dann noch an. Das ist ein Lab. Also wir nehmen ein Lämmerlab. Und das gebe ich jetzt in die angesäuerte Milch hinein. Und dann darf das dann nochmal 45 Minuten arbeiten. Man würde es sich einfacher machen, wenn man vielleicht nur ein oder zwei Käsesorten macht, dann hätte man nicht so viel Arbeit. Aber das wäre mir recht schnell zu langweilig. Ich bin immer so ein bisschen umtriebig. Ich muss immer irgendetwas, auch in der Käserei etwas erleben. Oder im Andi dann wieder sagen, schau, was ich da wieder ausprobiert habe. Oder Mensch, das ist der neue Verkaufsschlager für 2023. Schätzle, ja. Kannst du 15 Camembert, 10 mal geräucherte, herrichte mal, dünne Zähne. Michi und sein Lebenspartner Andi vermarkten ihren Käse selbst. Wolfe. Was zu tun, gibt es eigentlich immer. 13, 14 und machen wir da noch 15. Gut. Viele Kunden holen ihre Bestellungen direkt bei ihnen ab. Mahlzeit. So ist es. Jörg Poschke betreibt auf dem Fischland Dars einen Regionalmarkt Gaude Kost.
Für den Käse fährt er 40 Kilometer hierher. Gibt keinen besseren. Das ist wirklich so. Muss man wirklich sagen. Ne? Und ich war früher sehr skeptisch, so mit Schafskäse, Ziegenkäse und solche Leckerli. Dankeschön. Bitte schön. Und ja, ich musste mich eines Besseren belehren lassen. Ne? Man kennt sonst immer nur Kuhmilchkäse oder sowas. Und ja, und nun essen wir Schafskäse. Ne? Ich wünsche euch maximal Erfolg. Ebenso. Guten Verkauf. Wenn warm, geht er auf jetzt. Grüße an Michi. Sage ich ihm, danke. Der ist wieder am Käse rühren hinten. Wie immer. Mit Käserei, wie immer, ja. Danke dir. Danke auch. Bis tschüss. Dann. Ciao. Ciao. Michi steht vielleicht nicht immer, aber doch 7 Tage die Woche in der Käserei. Jetzt mal Feta und ein bisschen Hirtenkäse. Ich mache jetzt 2 Sorten aus der gleichen Masse. Bei der Schafmilch ist es so, dass das Fett, diese Eiweißstrukturen auch ganz anders strukturiert sind und darum vertragt der Mensch eigentlich besser. Ist die Molke abgelaufen, kommt der Feta später ins Salzbad und muss dann 2 Wochen reifen. Auch das SOS-Kinderdorf Vorpommern liegt auf der Milch- und Käsestraße. Na, hopp, da ist der Weg. Komm, Kitty, melken. Komm. Die Milch von 16 Kühen verarbeitet die Käserei immer ganz frisch. Adrian ist geistig beeinträchtigt, lebt hier im Dorf und ist seit 6 Jahren im Käseteam. Wenn es im Hofbehälter nicht reicht, die Milch, gehen wir immer noch los und holen uns extra noch Kann, dass wir dann genug Milch haben. Heute reicht der Hofbehälter nicht aus. Sie wollen Joghurt und Käse machen und haben Bestellungen abzuarbeiten. In der Käserei starten sie heute mit Fruchtjoghurt. Käserin Karin Rösicke leitet hier Menschen mit Beeinträchtigung an. So, Adrian, und jetzt schön gleichmäßig rühren. Ja. Sie brauchen ja eine Aufgabe, Sie brauchen eine feste Struktur. Und das haben Sie hier in dieser Dorfgemeinschaft und in den Arbeitsbereichen, in den Wohnhäusern. Das ist auch wichtig für Ihre Entwicklung und das Gefühl, integriert zu sein. Wir reden ja alle von Inklusion und das ist hier auch gelebt. Pfirsich- und Blaubeerjoghurt hat ein Bioladen aus der Region bestellt. Ihre Produkte liefern sie nach Greifswald und auch Rostock. Und es muss aber auch alles exakt sein, ne? Das ist auch wichtig. Aber man muss die Ruhe behalten. Jedes Produkt braucht ein Etikett. Nee, geht auch nicht mal an. Das ganz genau hinzubekommen, übt Adrian gerade. Gut, das ist wieder gut geworden. Mhm. Also ich mache mit Adrian hauptsächlich die Auge-Hand-Koordination, trainiere mit ihm seine Konzentration und genau, Becher bekleben, Genauigkeit achten. Wenn hier so viel im Raum sind, bin ich auch mal schnell abgelenkt. Mhm. Kann ich mich auch nicht richtig konzentrieren. Ich kann mich nämlich nur konzentrieren, wenn keiner im Raum ist, weil dann habe ich auch meine Ruhe und kann es auch ordentlich machen. Joghurt und Quark im Dorf ausliefern. Das mag er. Rüsig ist im Anmarsch. So, Adrian, hat alles geklappt? Ja. Sehr schön, pass auf, halt schön fest. Das ist jetzt für Gotland. Also ich fühle mich hier wohl. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es schön, dass es so eine Werkstatt für uns gibt, für behinderte Menschen. Vorher habe ich ja erst noch bei meinen Eltern gewohnt und dann bin ich ja nachher auch hergezogen. Weil irgendwann muss ich auch loslassen von meinen Eltern. 110 erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen leben und arbeiten hier in 8 Arbeitsbereichen. Manche ziehen irgendwann in eine eigene Wohnung, manche bleiben für immer. Das sind neue Häuser, wo nachher die älteren Herrschaften drin wohnen, die nicht mehr das Renteneintrittsalter haben. Also hier wohne ich auch schon ein bisschen. Guten Morgen, Adrian. Guten Morgen, Diana. Du bringst uns den Quark? Jawohl. Tschüssi, liebe Diana. Tschüss, Adrian.
Das ist mein Lieblingsplatz hier, wenn die Sonne scheint auf der Herzbank. Ich finde es einfach schön, abends, wenn man die Sonne scheint, hier auf der Herzbank zu sitzen und nach dem Feierabend einfach mal die schöne Sonne genießen. Ich finde es einfach nur herrlich. Wenn ich abends mal so meine Beine so hochlegen kann und dann einfach nur einfach hinlegen kann, Augen zumachen und ein bisschen schlafen. Also das ist Camembert, den habe ich gestern gemacht und heute schon durchgesäuert und jetzt kommt er ins Salzbad. Seinen ersten Käse hat Michi schon mit 17 Jahren gemacht und an seine Nachbarn verkauft. Ich bin immer schon so einen Tick gehabt als Kind schon immer, so Selbstversorger zu sein und das interessiert mich extrem und das ist einfach meine Leidenschaft. Anfang Mai planen Michi und Andi zum Saisonstart ein Fest auf ihrem Hof. Da will er einen besonderen Camembert anbieten. Die machen so, wie eigentlich in der Normandie gemacht wird. Bei uns ist es Rohmilchkäse, das unterscheidet uns natürlich, das ist der erste Punkt. Denn das Können, da wird mit Temperatur, ist ganz wichtig, dass man mit der Temperatur arbeitet. Und die Milchsäurebakterien, die wir verwenden, wir haben da ganz spezielle und mit denen wird das besonders gut. Die stellen wir natürlich auch selber her. Ein Hoffest bedeutet massig Arbeit und das neben dem Alltagsgeschäft. Michi und Andi machen nämlich alles alleine. Alles in Handarbeit, ja doch, doch. Also wie jetzt also allein schon das Etikettenkleben. Gerade beim Joghurt auch, also es ist so, dass man da jetzt jeden Becher, bis das Joghurt hier fertig so stehen kann, fünfmal in die Hand nimmt im Prinzip. Während der Camembert im Salzbad liegt, gut, geht's los. Zeit für noch mehr Kreationen. Es soll ja nicht langweilig werden. An Alternativen für die Plastikbecher tüfteln sie noch. Bisher erfolglos. Bei dieser Käsekreation trifft Vorpommern auf Vorarlberg. Ja, das ist besonders. Und zwar, das kommt direkt aus Österreich vom Kernöl-Bepi. Genau, und das bestellen wir schon jahrelang bei dem. Und das hat eine wahnsinnige Qualität. So, schau mal, wie das dunkel ist. Das ist wirklich ein reines Kernöl und nicht ein gestrecktes, wie man im Laden kaufen kann, sondern das ist wirklich der pure wahre Stoff. Mit ihren Käsevariationen haben die beiden schon mehrmals beim Deutschen Käsepreis abgeräumt. Laut deutscher Käseprüfung gehört ihr Käse zu den besten in Deutschland. Weil sie aber nur in der Region vermarkten, hoffen sie auf viel Zulauf beim Hoffest. Ich wollte schon mal überziehen, ne? Für die Füße. Käse braucht tägliche Streicheleinheiten. Ja, die Rambiner könnten jetzt auch noch mal wieder mitgepflegt werden. Ich würde den mal auf der Seite liegen lassen, damit. Den kannst du ja sonst nachher auch einmal mitschmieren. Der ist von August jetzt letzten Jahres. Ja. Den können die dann als nächstes bekommen, ne? Gut 2000 Kilo Käse aus 30 Höfen lagern im kühlen Reiferaum in Kenzlin, im Hauptquartier der mobilen Käserei. Regelmäßig reiben Anja und Henriette den Käse mit einer Salzlake ab, damit sich kein Fremdschimmel bildet. Weil man sagt, um den Käse herum bildet sich eine Flora auch von Bakterien und Luft. Und die Bakterien atmen ja auch. Und da ist um den Käse drumherum praktisch immer ein bestimmtes Klima. Und auch im Regal zwischen den Käsen. Und das will man auch erhalten, dass er sich halt gut entwickelt und ein gutes Aroma bekommt. Und genau. Diese Rinde kann man übrigens mitessen. Auch der Tollenser Käse vom Hof Wallin hat mittlerweile eine gebildet. So sieht sie nach ein paar Monaten aus. Käse ist wie Kinderhüten, sagt Anja. Das tägliche Schmieren und Wenden spart das Fitnessstudio.
Wir haben das mal ausgerechnet, auch dass man da so am Tag so 700 Kilo in der Hand hatte. Ja, in kleinen Portionen. Ja. Das sind dann halt hier schon die älteren Käse. Die sind jetzt schon aus dem, also, oder so alt sind die noch, eigentlich auch aus dem Mai, aus der Maimilch. Und da sieht man, dass die dann hier auch schon eine schöne Rinde bekommen haben. Was ist denn das? Weil die Nachfrage steigt, platzt ihr Reiferaum aus allen Nähten und Anja und Henriette expandieren. Seit einem Jahr wird gebaut in Kenzlin. Im Winter wollen sie mit ihren Käseleibern dann umziehen. Wir brauchten halt was Größeres tatsächlich. Und da wir auch energetisch ein Rundumkonzept haben wollen, haben wir dann beschlossen, dass wir uns was Eigenes bauen. Eine Erdwärmepumpe soll sowohl heizen als auch kühlen. Solar kommt aufs Dach und auch für alles andere ist dann Platz. Hier können wir endlich verpacken. Ja, das ist schön, das wird die Verpackung. Und dann müssen wir dann ja den Tisch dann mal ausmessen. Aber dann wartet schon wieder ein Bauernhof auf die mobilen Käsedamen. Etwa 150 verschiedene Käsesorten gibt es in Deutschland. Ob Harzer, Emmentaler oder Tilsiter. Käse gehört bei den Deutschen auf den Tisch. Die Goldschmidt Frischkäse GmbH in Kummer bei Ludwigslust ist eine der ältesten Käsereien in Mecklenburg-Vorpommern und hat sich auf Frischkäse spezialisiert. Thomas Flossbach hat das ehemalige Familienunternehmen mit 22 Mitarbeitenden im Frühjahr übernommen. Mahlzeit. Masse ist in Ordnung? Alles super? Ja, alles in Ordnung. Wunderbar. Wie viel hast du jetzt? 4.600. Die Innovationszeit fing 1933 an mit normalen, vielen klassischen Käsesorten und ist dann irgendwann mal, ich glaube, zu Zeiten der DDR umgemodelt worden auf diese Frischkäse-Variante, weil man gerne wollte, in diese französische Frischkäse-Linie einzudringen und beziehungsweise sich da ein bisschen was abzuschauen. Und da ist hier die Goldschmidt umgestiegen vom normalen klassischen Käselieferanten auf einen Frischkäseproduzenten. 1933 baut Ernst Goldschmidt eine Molkerei in Kummer auf. In den Kriegsjahren versorgt sie die Wehrmacht mit Butter. Ein Schicksalsschlag veränderte das Leben seiner damals 17-jährigen Tochter Ruth. 17. April 1945 ist mein Vater durch Tieffliegerbeschuss tödlich umgekommen. Und dann saßen meine Mutter und ich allein mit an. Und ich wollte zum Studium nach Kiel, war auch alles schon so angemeldet. Aber da konnte ich meine Mutter nicht allein sein und dann haben wir beide versucht, das weiter zu laufen zu lassen, den Betrieb. Mutter und Tochter kaufen Milch der umliegenden Bauern auf und erweitern die Produktion. Neben Butter und Quark produzieren sie nun auch Tiefländerkäse, investieren, stellen Leute ein. In den 1970er Jahren soll Kummer dann per Staatsauftrag Frischkäse nach französischem Vorbild produzieren. Da haben wir hauptsächlich die, na, wie haben wir immer gesagt, Delikatgeschäfte waren das denn. Die haben wir denn beliefert mit Pfefferkäse. Und das war aber auch der Renner. Nicht? Der hat den französischen abgelöst und das war ja dann auch wieder Gewinn für die DDR. Denn, nicht? Bis zur Wende, da haben wir 1.000 Tonnen gemacht und dann nachher, als die Wende kam, hat ja keiner mehr so DDR-Produkte gekauft. Das wollen sie nicht hinnehmen. Ihre Tochter Rita steigt mit ins Geschäft ein. In dritter Generation halten die Frauen das Familienunternehmen über Wasser. Experimentieren sogar mit Frischkäsepralinen und exportieren nach Ost- und Nordeuropa. Geht raus? Ja, Folie geht raus. Okay. Thomas Flossbach hingegen plant jetzt einen ganz neuen Wurf. Wir haben zwar ein 90-jähriges Jubiläum, aber doch eine sehr große Veränderung vor. Wir werden mit der Käse- und Quarkproduktion definitiv aufhören und werden uns komplett und voll und ganz auf die Produktion von veganen Produkten konzentrieren.
Bei Michi und Andi ist Hoffest. Weil wir haben das Füdler voll Arbeit. Das heißt, wir haben viel zu tun. Den Hintern voll Arbeit. Solch ein Fest haben sie zuletzt vor Corona gemacht. Freunde und Familie packen mit an. Allen Käsefreunden haben sie Bescheid gegeben. Dass die Kunden auch sehen, woher kommt das, wie wird gearbeitet, die zwei einfach mal kennenlernen, persönlich auch, da haben wir vielleicht mal Zeit für ein persönliches Gespräch, auch mehr als am Markt. Und das war so der Hintergedanke, ja. Ja, dass man sich einfach keine Keime reinholt, wenn man frische Sachen macht, also ist Hygiene einfach sehr wichtig. Also ich habe ganz schlecht geschlafen. Naja, weil man, wir haben ja nicht gewusst, ob das Wetter gut wird, oder? Und wir haben ja 600 Bratwürste machen lassen, oder? Da hoffen wir, dass ein paar kommen, oder? Auch Michis Vater ist 900 Kilometer von Österreich hochgefahren. Ich muss den Morgen zurück. Das ist okay, das ist doch okay. Ich backe mit an, so gut ich es kann. Das ist nicht mein Metier. Mit knapp 90 Jahren hat sich auch Oma Steffi nicht nehmen lassen, ihren Buben endlich wiederzusehen. Also ich bin so stolz auf euch, also was ihr geschafft habt in den Jahren. Da kommen wir gerade die Tränen. Ja, na wirklich, was. Muss man denken, vor 10 Jahren erst herkommen, hat man sich alles neu müssen aufbauen. Das ist nicht so einfach immer, oder? Heute hat auch ihr neuester Camembert Premiere. Das ist der schwarze Bock. Das ist ein Weichkäse mit Edelschimmel und mit französischer Asche. Bis jetzt hat nur die Familie probiert, aber die sind alle begeistert. Und das erhoffen sie sich natürlich auch von ihren Kunden. Schon gegen 10 Uhr ist der Hof voll. Ich darf euch mal recht herzlich begrüßen. Freut mich, dass so viele hier sind. Andi führt die Gäste herum. Die Jungtiere von diesem Jahr, die sind schon ab Mitte Januar geboren. So ab Mitte Januar bis so Mitte Februar. Sind schon recht groß, ja. Also die haben eine Tageszunahme durch die Milch. Die haben eine Tageszunahme für so 200, 250 Gramm. Die Schafe haben 2 Zitzen. Und dann wird aus jeder Zitze einfach mal ein Spritzer 2 rausgemolken. Das nennt man das Vorgemelk. Und da sieht man, hat man gleich die Kontrolle, ist es sauber oder halt, dass einfach die Milch so aussieht, wie sie sein soll. Ja, das sind also die heiligen Hallen sozusagen, unser Herzstück, dass der Käse entstehen kann. Also wir sehen da an der Wand das Rohr, was jetzt da so reinkommt. Da fließt dann also die Milch nach dem Melken direkt, wird sie hier rüber gepumpt. Wir verarbeiten die Milch auch täglich. Also egal ob Sonnenfeiertag, was auch immer, Geburtstag, egal wie. Also es wird täglich verarbeitet, sodass die Milch nie länger steht als 12 Stunden. Am Ende sind alle 600 Bratwürste weggegangen. Und wer es noch nicht isst, kommt spätestens jetzt auf den Schafskäsegeschmack. Munde, super. Michi kommt aus dem Verkaufswagen gar nicht mehr raus. Und der schwarze Bock ist der Verkaufsschlager. Wir waren auf dem Schaf in Fietschow, das gehört auch zur Käsestraße, in Mecklenburg-Vorpommern. Und da haben wir auch mal eine Käseschulung mitgemacht, so einen Workshop. Und das hat uns so überzeugt, das so selbst herzustellen mit den regionalen Produkten und den Ablauf zu sehen und nicht von alles von Übersee oder irgendwo von weit her zu importieren. Ne? Und auch Zeit für ein privates Gespräch bleibt. Ja, wirklich toll hier. Das ist so schön heute wieder mit. Ja, und wenn man dann sieht, dass wir wirklich so viel Interesse auch haben, denn so viele bekannte Gesichter vom Markt auch. Und ja, ist wirklich toll. Super. Solche Hoffeste kennt Oma Steffi gar nicht aus dem Vorarlberg. Und so viele Leute, oder? Ich habe eh gesagt, sie soll ja fotografieren, dass man das einmal sieht. Man halt. Ich muss ja denen daheim sagen, wie es war, oder? Ja, die wollen das sich auch wissen. Der Start in die Käsesaison ist geglückt. So voll war die Dorfstraße Palmzin wohl noch nie. Im SOS Kinderdorf Vorpommern besucht Adrian die Gärtnerei. Morgen! Das haben wir hier Petersilie. Mhm. Oh ja, die mag ich ja auch zu gerne. Kräuter will er holen.
mal was Neues ausprobieren. Katharina arbeitet hier schon seit 18 Jahren. Dahinter, das war Fenchel? Ja, Fenchel. Auf 2,5 Hektar bauen sie hier Gemüse und Kräuter an für den Verkauf an Bioläden in der Region. Die Natur ist einfach nur herrlich und schön. Ja, das ist es. Gerade fehlt aber dringend Regen. Es ist immer schade drum, wenn es so früh losgeht. Aber sie haben jetzt auch Stress durch die Trockenheit. Also wenn wir da nicht gießen würden, würden wir wahrscheinlich gar keine Kräuter haben. Ist ja auch kein Wunder, lieber Katharina. Es könnte doch auch mal wieder regnen. Ja. Einfach herrlich. Darauf wird ein Kräuterquark gemacht. Oh, du hast die Kräuter gebracht. Sehr schön. Hast du gut gepflückt. Vielen Dank. Gerne. Cindy ist schon ein Profi in der Käserei. Sie lebt allein, kommt jeden Tag mit dem Fahrrad hierher. Also mir gefällt es, ist eine schöne hellgrüne Farbe. Ich finde, so muss Kräuterquark auch aussehen. Und so sollte er aber auch schmecken. Sonst würden wir ja was falsch machen, wenn er nicht so schmeckt, wie er schmecken sollte. Ich finde es schön, wenn unsere Kunden sich freuen, wenn es denen so schmeckt. Und dann wissen wir auch, was wir für eine gute Arbeit machen, wenn wir so eine gute Rückmeldung kriegen. Jeder kann sich jetzt einen Teller nehmen, einen Löffel und dann mal probieren. Das kennt ihr ja alle schon, die hier arbeiten. Damit das Team auch weiß, was sie hier produzieren, wird immer mal wieder verkostet. Joghurt, Bruschetta-Creme und der neue Kräuterquark. Oberlecker, der Kräuterquark. Schmeckt sehr gut mit unseren frischen Kräutern aus der Gärtnerei. Schmeckt einfach für mich sehr gut. Also, ich bin stolz auf mich. Kann auf mich stolz sein. Und genau darum geht es hier. Na Mädels, wo habt ihr euch versteckt? Ein Käseseminar gibt Claudia Schäfer heute mal nicht. Die 57-Jährige und ihr Geschäftspartner haben sich entschlossen, einen Hofnachfolger zu suchen. Für die Käserei und für ihre Tiere. Farah ist schon 12 Jahre bei ihr. Man ist nicht blöd als Schaf, ne, Farah? Wir kommen langsam in das Alter, wo man dann dran denkt, vielleicht nicht mehr den ganzen Tag von morgens früh bis spät nachts zu arbeiten, sondern vielleicht auch ein bisschen kürzer zu treten. Und klar ist es körperlich auch anstrengend. Melken, Käsen, auch die Tiere. Na, sie sind ja doch relativ große Schafe, wenn man die dann eben klauen schneidet oder solche Sachen. Das ist schon auch körperlich anstrengend. Jedes ihrer 70 Schafe hat einen Namen. Sei nicht so neugierig. Mal wie Kräuter, mal wie Inseln, je nach Jahrgang. Um sie sorgt sie sich am meisten. Das wird natürlich das Schwierigste oder das Schwerste. Das ist klar, man hat natürlich emotional eine große Bindung an die Schafe. Ich kenne jedes Schaf. Ich habe es beim Melken zweimal am Tag auf dem Melkstand, kenne das Euter ganz genau. Das wird natürlich am schwierigsten, die abzugeben. Wir versuchen natürlich, sie in gute Hände abzugeben, dass sie noch die Alten noch irgendwo einen guten Lebensabend kriegen und die Jungen eben noch bei einem Betrieb dann weiterhin Milch geben können. Für ihre Schafe und 12 Hektar Land sucht sie jetzt Nachfolger. Am liebsten natürlich Schäfer mit Käsereierfahrung. Eigenes Land sucht Michi schon lange. So. Das würde gut passen zu seinem Wunsch, möglichst autark zu leben. Da drinnen ist mein Liebling, die Kefirknolle. Die macht aus Milch Kefir. Da hat's einmal in der Corona-Zeit, da ist man irgendwie... hat man immer irgendwie Angst, man kriegt irgendwas nicht oder das ist aus und das ist aus. Und dann haben wir gesagt, wir wollen uns einfach absolut unabhängig machen und ich will meine Milch selber ansäuern, falls man mal keine Milchsäurebakterien zum Kaufen kriegt etc. Und diese Kefirknolle, das ist einfach ein Segen. Ja, jetzt nehme ich da von meiner... Zusammen mit Molke vermehrt er so seine eigenen Milchsäurebakterien, die er für die Käseherstellung braucht. Anteil von meinem frischen Kefir. Ich finde, das gehört einfach nur mehr zu einem Handwerk, wenn man das einfach nur selber macht, oder?
Dass sich mittlerweile mehr als 20 Hofkäsereien im Bundesland etabliert haben, freut ihn sehr. Er nennt es nicht Konkurrenz, sondern Vielfalt. Mecklenburg-Vorpommern, finde ich, entwickelt sich wirklich zu einem Käseland. Ja? Also, wir empfinden das so und viele Hofkäsereien, wo uns bekannt sind, also die berichten auch. Ich finde, dass die Leute immer mehr auf würzigere, auf ausgefallenere Sachen stehen, als immer nur diesen 0815 Gouda, wo mit 3 Monaten und mit einem halben Jahr immer noch gleich schmeckt. Oder? Unterwegs in kulinarischer Mission. Andi verkauft 2x die Woche auf dem Markt. In Stralsund und hier in Ribnitz-Dammgarten. Ja, eindrehen. Das ganze Neunte in die Waagerechte bringen. Sonst steht der ganze Tag schief. Selbst vermarkten heißt für Andi und Michi zwar viel Arbeit. Gerade jetzt nicht mehr. Aber auch ganz nah dran sein bei ihren Kunden. Und vor allem hat man das Feedback von den Kunden auch direkt so. Dass man sagen kann, okay, wenn mal was nicht so gut war oder vielleicht nicht den Wünschen entsprechen hat, das sage ich immer im Vorhinein, wenn jemand sagt, oh, wie schmeckt denn das? Ich sage, probieren Sie es. Wenn es nicht geschmeckt hat, bringen Sie es wieder. Sie kriegen was Neues dafür. Zweimal Kefir noch? Ja. Auch ihren Kefir bieten sie mittlerweile auf dem Markt an. Kefir ist das Beste von allen, glaube ich. Das ist so lecker, das ist so gesund, da sind wichtige Bifidobakterien, alles, was halt zu bieten hat. Für unsere Darmflora ist so wichtig und lecker ist es zusätzlich und frisch. Qualität setzt sich durch, da ist sich Andi sicher. Die meisten Kunden kommen jede Woche wieder. Da hätte was Neues, der schwarze Bock, der ist ähnlich, also er ist auch kräftiger, ja, gerne mit Pflanzenasche. Als sie vor 10 Jahren hier ganz neu anfingen, sah das noch ganz anders aus. Anfang war ein bisschen holprig, aber es hat uns insofern ja auch keiner erwartet. Dann bin ich dann mit dem Tablett, mit Häppchen über den Markt gelaufen, habe alle probieren lassen, auch so, dass sie dann auf den Geschmack kommen vielleicht. Und da war ich wie ein Missionar unterwegs und dann hatte ich ja einen Tagesumsatz von 25 Euro. Das war dann ein bisschen, ja, wenig. Diese Zeiten sind vorbei. Von ihrem Käse können die beiden mittlerweile gut leben. Und nach dem Markttag bleibt auch noch Zeit fürs Hobby. Die Wolle der eigenen Schafe verspinnt Andi nicht nur selbst, er strickt auch. Seine geplante Tagesdecke nimmt Gestalt an. Auch die Wolle dafür färbt er selbst. Da kann man also verschiedenste Materialien die färben. Ich habe hier zum Beispiel, also sieht man sehr schön das Blatt, das ist vom Haselnussstrauch, vom Roten. Die färben dann so ins Gelb. Dann sind auch Brennnesselblätter dabei. Dieses hier. Avocado-Schalen. Die färben sehr, sehr schön. Ja, ich bin jetzt nicht der, der auch klar, der die Füße hochlegt zwischendurch mal, das muss auch sein. Aber mir bereitet es Freude, wenn ich sehe, da kann was Neues draus entstehen und dass die Wolle nicht einfach zum Abfall verkommt. Bis zum Winter will er die Decke fertig haben. Die mobile Käserei ist heute auf dem Naturhof Otto auf Rügen. Guck mal, hier ist unser Brennnesselkäse, glaube ich. Ne? Anja hat fertigen Käse mitgebracht für Julia und Mario Otto. Haben wir unseren Hofkäse, einen mit Bohnenkraut. Und da versuchen wir halt auch immer so regional wie möglich. Und dann haben wir noch angebauten Senf, den wir heute verarbeiten. Wir freuen uns jedes Mal, wenn Anja wieder auf den Hof rollt. Ja. Guck mal. Jetzt. Ein paar Mal müssen sie noch laufen. 450 Kilo Käse waren es beim letzten Mal. Den verkaufen sie auf Wochenmärkten und in ihrem winzigen Hofladen. Das war jetzt erstmal so unser Start, weil wir gesagt haben, bis ein Hofladen irgendwie sich rumspricht, dauert es einfach auch. Und dann haben wir vor 2 Jahren, glaube ich, genau, dann aufgemacht. Und das ist jetzt der Brennnesselkäse, den Anja vorhin mitgebracht hat. Genau, und der ist dann schon startklar. An ihrem großen Traum bauen sie gerade noch. So, genau, ja. Das ist unsere Baustelle. Ja.
Immer mehr Landwirte wie sie setzen auf Direktvermarktung. Das ist das Baby, was gerade geboren wird. Unsere Zukunft für den Hofladen, fürs kleine Café, das wollen wir gerne, hoffe ich, nächstes Jahr schon eröffnen. Ja. Wir haben ja einen Teil des väterlichen Betriebes von Mario umgestellt auf Bio und dass wir halt einfach ganz viel regional direkt vermarkten können. Heute wollen die Ottos die 2000-Liter-Marke knacken. Drei volle Kessel muss Anja verarbeiten und Julia hilft. Was für Kräuter machst du als erstes? Jetzt kommen wir rein. Senf mache ich mit rein und danach Bohnenkraut. Okay. Feiner Bruch. Daraus wird Schnittkäse. Es macht einfach Spaß, das eigene Produkt, die eigene Milch weiter zu verarbeiten und dann halt einfach auch zu verkaufen. Also bei jedem Schritt eigentlich dabei sein zu können. Dass Julia Otto sich heute so für Käse begeistert, kann sie selbst kaum fassen. Denn früher mochte sie Käse gar nicht. Im Endeffekt kannte ich einfach auch nur den Supermarktkäse, ne? Also auf Brot und sowas habe ich das überhaupt gar nicht gemocht. Naja, und dann haben wir das erste Mal hier mit Anja Käse gemacht. Und dann meinte Mario zu mir, ja, jetzt musst du aber auch mal probieren. Und dann habe ich mich da so langsam rangetastet. Und ja, jetzt sind sogar die ganz kräftigen Sorten meine Favoriten. Mittlerweile hat Julia Otto sogar ihren eigenen Reiferaum und hegt und pflegt die Laibe täglich. Das ist jetzt schon im Endeffekt mein Beruf geworden, aber der große Wunsch ist natürlich irgendwann die eigene Käserei. Und da hätte ich vor 4 Jahren noch nicht mal einen Gedanke dran verschwendet, ne? Also es ist schon toll, ja. Der quasi mit den Blüten bestreut. Da habe ich jetzt unsere Kornblumen mit drin, unsere Rosenblüten und auch Ringelblume. So. Und an Ideen fehlt es ihr nicht. Das war schon der Zauber. Wenn alles klappt, gibt es ihren Blumenkäse schon im Frühjahr im neuen Hofladen. Vom Käse verabschieden will sich die Goldschmidt Frischkäse GmbH in Kummer bei Ludwigslust. Statt Milch setzen sie jetzt auf Pflanzenproteine und produzieren für den veganen Markt, der seit Jahren boomt. Was als zweites Standbein neben der Frischkäseproduktion begann, hat sich zum Verkaufsschlager entwickelt. Mandelprotein. Es macht die Festigkeit und die Farbe nachher auch. Das, was wir jetzt drin haben, ist jetzt nur Stärke, Wasser und das Öl. Und dadurch wird es fest und zum Endprodukt. Seit 10 Jahren experimentieren sie nun schon an veganen Produkten. 70 verschiedene Artikel haben sie heute schon im Angebot. Wir hatten durch Marktbeobachtung festgestellt, dass vegan der Trend der Zukunft sein wird. So, dann hat man sich Gedanken gemacht, was braucht man, um vegane Produkte herzustellen und sind dann da übereingekommen, eigentlich haben wir den Maschinenpark, weil ein Maschinenpark, mit dem Sie Frischkäse und Frischkäseprodukte herstellen können, eignet sich hervorragend, um vegane Produkte zu produzieren. Vegane Aufstriche, Kräutercremes oder Grillkäse produzieren Sie heute. Der Weg zur Marktreife war nicht immer leicht. Sehr schön. Glatt ist er, sieht sehr sauber aus, sehr ordentlich. Das wäre zu schön gewesen, wenn wir das geschafft hätten, jedes Produkt sofort marktreif zu haben und auch dem Geschmack der Verbraucher zu treffen. Das schaffen sie leider Gottes nicht. Dafür sind auch die Geschmäcker sehr verschieden. Wir entwickeln ja auch permanent noch mit anderen Produkten wie Zitrusfasern oder mit Erbsenproteinen und sowas. Die klassischen Geschichten wie Soja und so setzen wir eigentlich weniger ein. Die sind ja doch eher so ein bisschen verpönt. Auch vegane Frischkäserollen machen sie jetzt und beliefern deutschlandweit große Supermarktketten. Ihr Frischkäse war oft nur Nischenprodukt neben den Großanbietern in Deutschland. Die vegane Schiene macht heute schon 70% ihres Umsatzes aus. Wir sind da bereits bei, auch die sehr innovativen Käseprodukte, die wir hier im Hause haben, als vegane Komponente auf den Markt zu bringen.
Die Entwicklungsarbeit läuft, ist in vollem Gange und ich bin sicher, dass wir die im Oktober, November abschließen werden, sodass wir auch unsere Frischkäsepralinen dann im veganen Stil auf den Markt bringen können. Doch dazu kommt es nicht mehr. Im Herbst kündigt das Mutterunternehmen Hansa Alpe Group an, den Standort zu schließen. Grund? Stark gestiegene Produktionskosten für Energie, Verpackung, Rohstoffe. Nach 90 Jahren ist in Kummer nun endgültig Schluss. Für die Schafscheune in Fidschau haben sich Käufer gefunden. Michi und Andi suchen schon lange eigenes Land. 12 Hektar und die Scheune, das wär's. Ja, und hier ist ja der Melkstand. Der Melkstand, wo genau. Wo die Mädels dann hochlaufen. Mhm. Und naja, jetzt gerade natürlich alles außer Funktion und ich sollte auch mal wieder putzen. Wir möchten vor der Claudia eben auch noch 4 oder 5 Schafe behalten, sodass unsere Gruppe noch hat, so quasi anlernt, weil die das einfach gewohnt sind. Genau, hier ist ja der Kühltank, wo eben die Milch dann ankommt und dann geht's hier. Zu Claudia Schäfers Freude will Michi ihre Käseschulungen weiterführen. Und Andi setzt einen obendrauf. Er möchte sein Wissen über Wolle weitergeben. Färben, spinnen, stricken. Ja, super. Ja, schön gereinigt. Ja, ja. Und für die Hygiene abgenommen und abgesegnet auch. Also insofern können wir da wirklich 1:1 übernehmen und anfangen gleich oder weitermachen. Einfach nur so abgeben hätten wir schon längst können, aber wir wollten ja schon, dass es möglichst einfach weitergeführt wird. Dass wir den Hof erhalten als kleinen Hof. Jetzt sind's ganz viele Vereine. Schon Ende des Jahres wollen Andi und Michi umziehen. Wo ich das dem Papa telefonisch erzählt habe oder und Videos geschickt habe per WhatsApp, hat er eben gemeint, ob wir jetzt Gigantismus haben, weil eben die Halle oder die Scheune so riesig ist. Oder? Aber es ist ja wirklich super, es ist alles unter einem Dach und man hat alles verstaut und versorgt. Oder? Für ihren Hof in Palmzin im Recknitztal suchen Andi und Michi nun schnell Käufer. Und es heißt Abschied nehmen von dem Hof, für den sie vor 10 Jahren von Österreich nach Mecklenburg-Vorpommern gezogen sind. Also mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Auf jeden Fall würde ich das so sehen. Also die Freude auf das Neue, auf die neue Herausforderung. Die Freude, dass wir nachher eigenes Land besitzen, dass wir bewirtschaften können. Und mit einem weinenden Auge, insofern, ja, es sind Freundschaften hier entstanden. Auch natürlich den Hof hier zu verlassen und zurückzulassen. Und das sind 12 Hektar, wo wir eigenes Land noch haben. Und das reicht uns. Wir brauchen nicht mehr, wir können von dem leben. Und ja, toll, wir freuen uns. Neues Abenteuer. Auf der Milch- und Käsestraße, Mecklenburg-Vorpommern.